Fernsehen ist wie ein Boot. Es ist tief gesunken. Es ist wie die Titanic. Oh shit. Damit herzlich willkommen zurück zu Generation Mac. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele neue Abonnenten bekommen haben, obwohl wir ja lange Zeit inaktiv waren. Ich glaube, das letzte Video ist jetzt 7 Monate her. Und ja, auch willkommen an alle neuen, alle neuen Zuschauer. Und wir starten unsere neue Videoreihe, die jetzt kommen wird, bevor wir wieder in eine 7-monatige Pause starten. Wir starten jetzt mit Sparkle. Sparkle ist eine App für Leute, die gerne einfach Webseiten bauen möchten, ohne HTML und CSS-Kenntnisse, ohne irgendwie sich mit komplizierten Blog-Systemen auszukennen, ohne irgendwie auf irgendwelche Webseiten zugreifen zu müssen, die irgendwelche Webseiten-Bautools anbieten, sondern einfach ein kleines App für den Mac, mit dem man eine Webseite bauen kann. Das ist ganz ähnlich wie iWeb. Also für alle, die sich bei iWeb ganz heimisch gefühlt haben, für die ist das bestimmt eine super Alternative, weil iWeb wurde ja schon vor mehreren Jahren von Apple eingestellt und nicht mehr aktualisiert, und MobileMe gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, mit dem das gearbeitet hat. Dabei kann man nicht mehr so viel mitreißen mit iWeb. Und Sparkle orientiert sich auch an neuen Pages und an den neuen iWork-Apps. Es ist ganz einfach gestaltet und auch das Layout von dem Programm ist ähnlich. Man hat hier an der Seite die Leiste für die einzelnen Unterseiten, die man in seiner Webseite haben will. Man hat oben eine Leiste für Tools, also die Sachen, die man halt auf seiner Webseite haben will, kann man hier oben drüber über die Buttons einfügen. Und rechts hat man eben die Leiste, mit der man die einzelnen Objekte auf seiner Webseite modifizieren kann, auf der man die Textgröße einstellen kann. Wenn ich hier auf den Text gehe, dann kann ich hier die Sachen einstellen. Wenn ich auf das Bild gehe, kann ich die Sachen für das Bild einstellen und so weiter und so fort. Und dann kann ich auch noch dann kann ich auch noch die generellen Informationen für die Seite eingeben, kann hier den Hintergrund bestimmen. Und ja, es ist wirklich sehr einfach gestaltet, einfach gehalten. Es sind noch nicht allzu viele Features drin, aber die drin sind, möchte ich jetzt einfach mal kurz vorstellen. Diese Seite habe ich schon eben gebaut, das hat 5 Minuten gedauert, das geht ganz schnell. Mit Sachen, die ich auf meinem Computer gefunden habe. Und es ist wirklich nur so eine provisorische Seite, aber man sieht schon, es steckt schon eigentlich recht viel Power dahinter. Also man kann schon wirklich schöne grafische Layouts damit machen. Wenn man will, kann man auch eine Vorlage sich schon aussuchen, wo dann schon Platzhalterfotos drin sind und Platzhaltertexte. Das ist dann auch so ähnlich wie iWeb. Ich mache jetzt einfach mal eine neue leere Seite und zeige dann einfach mal im Detail, wie man jetzt die neuen Sachen hinzufügt. Also erstmal möchte ich hier die Seite benennen. Da sage ich dann einfach mal Dann habe ich hier oben den Seitentitel angegeben, kann jetzt hier einen Hintergrund auswählen. Kann ich entweder eine Farbe oder ein Muster auswählen. So. Und kann dann jetzt eine Überschrift einbilden. Dafür klicke ich oben auf Text. Und dann gehe ich hier in meinen Inspector, beziehungsweise hier heißt es Settings. Und passe eben diesen Text jetzt an und kann den hier auf die richtige Größe ziehen, kann die richtige Farbe einstellen. Und wenn ich jetzt meine Überschrift gemacht habe, möchte ich vielleicht ein Bild darunter haben. Dann kann ich mir hier ein Bild von meinem Computer aussuchen. Klicke hier auf Hinzufügen. Und kann dann auch wieder für das Bild die Einstellungen verändern, kann da einen Rahmen hinzufügen, kann da einen Schatten machen, dem ich dann auch wieder eine Farbe geben kann. Also eben die Funktionen, die man halt auch wirklich erwartet, die man halt auch braucht, um dann eben ein schönes Layout letztendlich dann auch machen zu können. Wenn ich meine Webseite jetzt fertig gemacht habe, so wie hier, habe ich jetzt ein paar Elemente hintereinander gemacht. Kann ich mir sie in der Vorschau anzeigen lassen, nicht direkt im Programm, sondern dafür gehe ich über den Webbrowser
und werde das dann hier direkt in Safari öffnen. Und dann kann ich sehen, was habe ich da falsch gemacht, wo muss noch irgendwie mehr Abstand hin und wie sieht das jetzt wirklich im Webserver aus, wie sieht das dann für andere Leute aus, die das dann angucken werden. Und was die App wirklich besonders macht auch, was es bei vielen anderen Sachen auch nicht gibt, ist, dass man die Apps direkt fürs iPhone anpassen kann und auch fürs iPad und auch für andere Endgeräte. Und dazu klicke ich hier oben auf den Button Gerät. Und wenn ich das jetzt fürs iPhone machen will, dann mache ich ein Portrait Smartphone und bekomme dann hier direkt diese Größe angezeigt und kann die Sachen jetzt verändern. Kann zum Beispiel das Bild ein bisschen kleiner machen, kann den Text größer machen, damit er auf dem iPhone besser lesbar ist. Das passt natürlich jetzt nicht ganz so gut mit meinem Layout zusammen, aber man kann damit eben ganz schön schnell das Layout für das iPhone gut anpassen, dass es auf dem iPhone gut lesbar ist und natürlich auch für seine Tablets. Und man kann das Ganze direkt auch auf seinem iPhone angucken, wenn man nämlich hier auf Vorschau klickt und dann anwählt, dass die Webseite, dass die Vorschau auch über das Netzwerk verfügbar wird, dann wird einem hier unten eine Adresse eingeblendet. Und wenn man die dann auf seinem iPhone anguckt, sieht das Ganze so aus. Und das Ganze ist auch in Real-Time. Das heißt, wenn ich hier in dem Sparkle etwas verändere, wenn ich zum Beispiel das Bild hier nach unten schiebe, dann wird das auf dem iPhone auch direkt aktualisiert. Da brauche ich gar nichts zu machen. Und so lassen sich diese Layouts eben schnell ändern. Wenn ich jetzt wieder zurück zu meinem PC-Layout will, dann klicke ich wieder auf PC und habe die Seite eben wieder in dem alten Layout. Was auch unter anderem möglich ist, sind YouTube-Videos einbauen, beziehungsweise Videos von anderen Webseiten, die eben einen Code dafür anbieten. Und YouTube bietet eben diesen Code an auf der Webseite und den kann man dann einfach hineinfügen. Und hier unten ist dann die schwarze Box und sobald ich in Safari gehe und mir die Webseite anschaue, wird dann da auch das YouTube-Video auftauchen. Und da haben wir es auch schon. Hier können wir uns das YouTube-Video angucken. Das ist auf der Webseite jetzt eingebunden. Was auch gut und zukunftsweisend auch an dem Programm ist, dass es auch HTML5 und CSS3 ready ist. Das heißt, es unterstützt diese neuen Technologien und es wird auch wirklich dann in allen Browsern richtig gut aussehen und auch gleich. Also die Layouts werden sich dann auch nicht verändern, irgendwie von Browser zu Browser unterschiedlich sein, sondern. Und ja, wer seinen Webauftritt damit eben gestalten möchte, der ist mit Sparkle gut beraten. Muss man allerdings auch 70 € für hinlegen, aber ich meine, wenn man sich anguckt, was früher die iLife Suite gekostet hat mit iWeb drin, dann ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt, würde ich sagen. Ein paar kleine Bugs gibt es noch, das muss man auch sagen. Also manchmal verschieben sich dann doch die Grafiken und das Layout sieht dann auf dem iPhone nicht ganz so aus, wie man das haben möchte. Aber im Allgemeinen kann man das App gut benutzen und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.